Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Anno 2205. Sind unterwegs. Ja, wir sind hier gerade in einer der Kampfmissionen. Achso, das ist ein Lager. Machen wir natürlich zum Schluss. Und sind hier wahrscheinlich sogar noch ein wenig unterwegs. Sind unterwegs. Mit unserer Flotte. Um natürlich Ressourcen zu sammeln. Volle Kraft voraus. Wir sind ja gierig. Alle zum Einsatz. Müssen wir uns schon mal reparieren? Nee, es geht noch. Aber ich glaube, wir machen das mal, weil hier liegt noch ein bisschen Treibstoff. Temperaturdrohnen gestartet. Können wir den nochmal fix mitnehmen? Super. Weiter geht's. Hier ist nix. Hier drüben ist noch was. Okay. Kommt etwa von hier unten wahrscheinlich sogar noch besser Koordinaten ran. Koordinaten bestätigt. Ist aber keine Werft hier, ne? Nein. Alle zum Machen wir mal Einsatz. Ganz kurz darauf rein. Die Minen da hochgehen. Feuer frei. Wir werden beschossen. Ach, hier. Torpedo abgefeuert. Alle zum Einsatz. Ich frage mich jetzt gerade. Bestätigt. Alle zum Einsatz. Ja, unsere Kleinen hier haben da jetzt natürlich relativ wenig gegenzusetzen. Gegen den Dicken hier. Okay, reparieren brauchen wir uns eigentlich noch nicht. So. Machen wir mal, da liegt so viel rum. Reparatur läuft. Hier. Roger. Gestern mal nicht drauf zu hauen. Uiuiuiui. Hier haben wir nochmal Freunde. Starte Nuklearrakete. Bestätigt. Achso, EMP sind wir voll. Okay. Im Gange. Feind entdeckt. Alle bereit machen. Wahrscheinlich die Kleinen da mal bitte zuerst und nicht das Lagerhaus. Wir werden beschossen. Ja. Wir werden uns mal fix heilen. Oh, hinter uns. Oh, schon fertig. Bereit für Einsatz. Oh, da vorne ist eine Werft. Ja. Sie haben verhindert, dass das Schlimmste passiert. Verstärkung ist unterwegs. Feuer frei. Schilde aktiv. Feuer frei. Macht das Sinn? Ja, vielleicht macht es Sinn. Bereit für Einsatz. Also diese Schiffswerften, ich glaube, die sollte man echt nicht unterschätzen. Also. Roger. Und hier oben da den Tröte bitte noch einsammeln, Jungs. Dankeschön. Und dann wieder runter. Hier ist nochmal ein Geschützturm. Da auch nochmal. Man nimmt das denn hier jemals ein Ende? Ist ja Wahnsinn. Keine Bewegung. Bereit für Einsatz. Dumm, 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 dumm. Roger. Grünes Licht. So, machen wir nochmal eine Unterstützungsflotte hier. Bestätigt. Koordinaten bestätigt. Reparaturdrohnen gestartet.
Verstanden. So, hier geht's jetzt nochmal weiter. Knappern da oben irgendwas an. Grünes Licht. Wow, was ist das denn hier? Ist auch wieder so eine Riesenmeute hier. Nein, ich hab's gerade noch gesehen und dann war es schon zu spät. Temperaturdrohnen gestartet. Roger. Wieder ein Schiffchen verloren. Oh, da oben ist ja auch noch ein Lager. Ziel bestätigt. Sind unterwegs. Ach ja. Die zieht sich echt ganz schön dolle, die Mission hier. Oh, da oben sind ja auch noch welche. Was gibt's denn da noch? Da gibt's aber nichts mehr. Nehmen wir das Lager hier noch. Dong. Koordinaten bestätigt. Hier, oh, achso, da waren wir schon drin. Ich erinnere mich. Aber hier nicht, oder? Hier waren wir offensichtlich noch nicht drin. Okay. Koordinaten bestätigt. Da kommen sie. Verstärkung ist unterwegs. Ach, irgendwo muss ich doch noch so ein EMP-Ding hinliefern. Ach, hier unten hin. Reparatursysteme online. Bereit für Einsatz. Boah, mein Gott. Wo kommen die denn alle her? Mayday. Kampfstationen. Schon wieder ein Schiff verloren. Reparaturdrohnen gestartet. Ziel bestätigt. Puh. Waffensysteme bereit. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie hier gerade ganz schön Aua machen. Koordinaten bestätigt. Okay. Roger. Wo muss ich denn mit meiner Fracht dahin? Dahin. Okay, also fahren wir hier den Canyon lang. Ziel bestätigt. Oh Gott, da sehe ich doch schon wieder total fiese Sachen rumstehen. Volle Kraft voraus. Starte Nuklearrakete. Da kommen sie. Irgendwie fahre ich jetzt trotzdem wieder in die falsche Richtung, sehe ich gerade, aber na gut. Verstanden. So, wir reparieren uns nochmal fix hier. Reparaturdrohnen gestartet. Ziel bestätigt. Hauen da nochmal drauf. Da kommen schon wieder Freunde. Mann, Ometer hier. Volle Kraft voraus. Wir müssen auch irgendwie mal anfangen, hier die ganzen Donner-Items wieder mitzunehmen, weil wir kriegen ja gerade so ein bisschen aufs Maul, um es mal dezent zu sagen. In die Rettungsboote. What? Habe ich nicht gerade die ganzen Schiffe repariert? Bereit für Einsatz. Was war denn das? Alle zum Einsatz. Und
ungewöhnlich lange Spielzeit registriert. Ist gar nicht wahr. Pause empfohlen. So, hier. Volle Kraft voraus. Kampfstationen. Oh, so viele tolle Sachen, die das Leben schöner machen. Volle Kraft voraus. Irgendwie haben wir verpasst, irgendwie da unten ranzukommen. Ich weiß nicht, wo wir falsch abgebogen sind. Sorry, starte einmal Nuklearrakete. Nuklearrakete. Kein Wunder, dass hier auf der Erde nichts mehr lebt. Ich kümmere mich um die Reparaturen. Ja, mach mal. Irgendwer heilt mich hier. Oder heilt das andere Gegnerschiff. Volle Kraft voraus. So, wir wollen jetzt aber eigentlich hier lang. Ziel bestätigt. Weil ich würde eigentlich ganz gerne die Quest noch abgehen gehen und dann bin ich auch dafür, dass wir hier den Trödel hier beenden, aber das zieht sich ja jetzt echt schon wieder eine Weile. Ich hau mal ein EMP raus hier, komm. Waffensysteme bereit. Selbstreparatur läuft. Ziel bestätigt. Da müssen wir hin. Ja, und ich würde sagen, dann machen wir uns auch so langsam ja auf den Weg zu den zwei roten Punkten, wenn wir das abgegeben haben. Ganz einfach aus dem Grund, ich habe nur noch 4 Schiffe. Volle Kraft voraus. Ich habe jetzt Angst, noch mehr zu verlieren und dann eventuell den Trödel ja nicht zu schaffen. Das wäre echt scheiße. Wir sind unterwegs. So. So, hier einmal abgeben bitte, Jungs und Mädels. Wieso machst du das nicht? Ach so. Ja. Sorry. Wunderbar. Du bist jemand, auf den man sich verlassen kann. So viel steht fest. Ohne dich hätten diese Terroristen hier noch das Sagen. Na, noch sind wir hier nicht durch, Junge. Ziel bestätigt. Wir gehen hier mal auf den Geschützturm. Ziel bestätigt. Kampfstationen. Sie greifen an. Ach. Du bist ja clever. Selbstreparatur läuft. Verstanden. Die sind hier in unser Gebiet wieder reingefahren, ja? Hier hinten stehen sie. Sind unterwegs. Und schon gehen die Lichter aus. Starte Nuklearrakete. Wie wär's mit einem Feuerwerk? Nuklearrakete abgefeuert. Waffensystem. Ja, haut mal da drauf. Wir machen uns mal ein Schildchen drauf. Energieschilde aktiv. Stehen die da einfach rum und es passiert nichts, oder? Ja. Starte Nuklearrakete. Sie sind der verlässlichste Verbündete, den wir gegen diese Verrückten haben. Sie haben eine schlimme Situation entschärft. Danke. Naja, aber ein bisschen was bekommen und so, ne? Wunderbar. Wir könnten hier noch was ab.
upgraden. Machen wir aber nicht. Die Flüchtlinge sind in Sicherheit. Ja. Drakes Flotte, seine Schlachtschiffe. Das sind nicht nur Söldner. Drake muss militärische Anlagen auf der Erde besitzen. Ich muss Ihnen danken. Ohne Sie wäre von unseren Protektoraten nichts übrig. Die Landeplätze sind bereit für Frachtshuttles. Jetzt können Sie interorbitale Transportrouten einrichten. Der menschliche Körper ist nicht für die Schwerelosigkeit geeignet. Zum Glück hat Ihre Biotech-Abteilung Wege gefunden, die Gesundheitsrisiken für Ihre Astronauten zu verringern. Aber das heißt nicht, dass Ihre Kolonie sicher ist. Die Versorgungslinien von der Erde sind leichte Ziele. Ich empfehle, dass Sie Ihre Kolonie so unabhängig und autark wie möglich machen. Gut. Ja, Leute. Ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's dann hier an das... Obwohl, wir können eigentlich ja schon mal die Routen erstellen. Das macht jetzt ja auch keinen Unterschied. Und zwar wollen wir natürlich bionische Händchen hier runternehmen. Auch wenn es nicht ausreicht, machen wir das. Und die da oben brauchen Verjüngerungskuren. Davon haben wir natürlich hier auch praktisch gar nichts. Die Geschäftserfolge nehmen zu. Ich mach's einfach nur, damit wir es mal... Ach so. Nur damit wir es mal drin haben. Hier oben sind ihre Kolonisten immer zu kosmischer Strahlung ausgesetzt. Und es nicht ihre vergessen. Ihre Raumanzüge halten etwas davon ab. Der Rest wird von starker Medizin wie dieser neutralisiert. Ja, wunderbar. Gut, Leute. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Und darum, dass wir hier mal ein bisschen wieder was in die Bilanz reinkriegen. Ich danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge anno 2205. Bis dann. Tschüss.